Es ist wieder soweit, eine neue Woche geht zu Ende und ich darf Sie erneut begrüßen zu unserem Steiermark-Magazin auf Kanal 3. Schön, dass Sie auch diesmal wieder dabei sind. Recycling ist wichtig, besonders beim Batterierecycling werden wertvolle Rohstoffe wiedergewonnen. Ein aufwendiger Prozess, der sich durchaus lohnt. Mehr davon zu sehen, gibt es in unserem Thema der Woche. Im weltweit thematisierten Bereich des Umweltschutzes sind Lithium-Ionen-Batterien in aller Munde. Sie beliefern Milliarden an Smartphones und Akkuschraubern mit Energie und sorgen für den Antrieb in E-Autos. Mit der wachsenden Menge dieser Güter steigt auch die Anzahl an Batterien, die es am Ende ihres Lebenszyklus zu recyceln gilt. Warum man Batterien recycelt, ist ganz einfach. Sie bestehen zu einem großen Teil aus sehr wertvollen Materialien. Hier steht die Abfallwirtschaft vor einer großen Herausforderung. Selbst in hochentwickelten Industriestaaten wie Österreich sind nur etwa die Hälfte aller gekauften Batterien einem fachgerechten Entsorgungsprozess zugeführt. Die andere Hälfte landet in vielen Fällen im Restmüll. Lithium-Ionen-Batterien haben nach ihrem ersten Leben zwei Möglichkeiten. Das erste ist, sie noch für einen anderen Einsatzzweck zu verwenden. Und das zweite ist, wenn sie nicht mehr gut funktionieren, sie zu recyceln, um die wertvollen Metalle wiederzugewinnen. Der Recyclingprozess einer Batterie zieht sich über mehrere Wochen. So eine große Batterie, wenn man sie von einem Auto kennt, wird ja zuerst einmal tief entladen, damit kein Strom mehr drinnen ist. Dann muss sie auseinandergeschraubt und rückgebaut werden. Und ganz am Schluss werden natürlich auch diese Batteriezellen in einem speziellen Prozess über mehrere Stufen behandelt. Und dann bekomme ich wieder die wertvollen Materialien zurück. Lithium-Ionen-Batterien können hochexplosiv und leicht entzündlich sein, wenn sie Reibungen oder Quetschungen ausgesetzt sind. Neben diesen Risiken bei der Entsorgung existieren aber auch andere Probleme. Auf der einen Seite beinhalten sie unglaublich viel Energie. Das ist ja der Grund, warum man heute mit Autos mit Batterien fahren kann. Das heißt, diese Energie muss raus, die muss entladen werden. Das machen wir, indem wir sie rausnehmen und wieder in das Stromnetz einspeichern. Und der zweite Teil in Batterien ist auch ein sogenannter Elektrolyt. Das ist ein entflammbares Material. Das heißt, wenn Batterien gebrochen werden, dann können sie sich entzünden und brennen. Die angelieferten Batterien werden zuerst entladen, denn auch am Ende ihres Lebenszyklus haben Batterien noch einen hohen Energiegehalt. Speichersysteme von E-Autos etwa verfügen noch über Spannungen von bis zu 700 Volt, die es vollständig zu entleeren gilt. Im zweiten Schritt werden die Batteriesysteme händisch zerlegt. Aufgrund der stark variierenden Bauarten und Größen ist es nur so möglich, einen Recycling-Output an Rohstoffen wie Kunststoff oder Aluminium von bis zu 95% zu erzielen. Der Zeitaufwand für die manuelle Arbeit liegt bei etwa 30 Minuten bis zu einem Tag pro Lithium-Ionen-Batterie. Danach geht's zur thermischen Behandlung nach Deutschland. Durch diesen aufwendigen Verfahrensschritt können unter anderem Aluminiumfolien zurückgewonnen werden. Im letzten Schritt ist das Ziel, ein Höchstmaß an Wertstoffen wie Edelstahl, Kupfer oder Aktivmaterial aus den Zellen zurückzugewinnen. Die gewonnenen Stoffe werden so wieder in den Rohstoffkreislauf zurückgeführt. Die aktuellen Batterien sind normalerweise sehr sichere Bauteile, können aber bei unsachgemäßer Verwendung zur großen Gefahr werden. Und diese Gefahr äußert sich darin, dass es zu sehr schwer löschbaren Bränden kommt. Und in der Vergangenheit und immer häufiger kommt es zu solchen Brandereignissen. Darum ist ganz wichtig, dass man diese Batterien ordnungsgemäß entsorgt. Die neu zugelassenen Elektroautos haben eine Lebensdauer von ca. 10 bis 14 Jahren. Aber was macht man danach mit den Batterien? Die beste Möglichkeit ist, ihnen noch ein zweites Leben einzuhauchen, weil die Batterie ist ja dann noch nicht kaputt. Sie kann vielleicht nur mal 80% der Energie speichern, aber sie kann noch 80% der Energie speichern. Und das kann man für andere Zwecke verwenden und genau so etwas haben wir hier bei unserem Standort demonstriert. Das ist der stationäre Speicher, ein Pilotprojekt, das bereits beendet ist. Aber mit sowas könnte man in Zukunft vorsorgen und zwar in mehreren Bereichen. Zum Ersten, er kann Solarenergie, die wir hier auch am Dach haben, aufnehmen, zwischenspeichern und dann in der Früh, wenn wir mit unseren Elektrofahrzeugen kommen, wieder abgeben. Wenn man sich so einen Speicher anschaut, wie lange hält denn der? Wenn ich es einmal sagen darf, also ein normaler Vier-Personen-Haushalt kann mit so einem Speicher eine ganze Woche lang versorgt werden. Das heißt, wir hören immer mehr von Blackout-Szenarien.
so vielfältige, kleinere Speicher könnten auch helfen, in solchen Szenarien lokale Stromversorgung für eine Zeit lang aufrechtzuerhalten. Laut Gesetzgeber müssen 50% der Bauteile wieder recycelt werden. Mit dem heutigen Stand der Technik schafft man bereits um einiges mehr. Wir schaffen mit unserem Verfahren bis zu 95% der Metalle, die in der Batterie sind, wieder rückzugewinnen und wieder in einen Produktionsprozess zurückzugeben. Werden Batterien nicht fachgerecht entsorgt, geht eine große Menge an wertvollen Sekundärrohstoffen wie Aluminium, Kobalt oder Lithium aus dem Stoffkreislauf verloren. Batterien sollten alle recycelt werden. Lithium-Ionen-Batterien sind ganz besonders, weil sie auf der einen Seite so viel Energie haben und gefährlich sind, also sammeln, und auf der zweiten Seite sehr wertvolle Elemente, Kobalt, Nickel und auch ein wenig Lithium, auch wenn sehr wenig Lithium in einer Lithium-Ionen-Batterie ist, aber das sind alles wertvolle Elemente, die man zurückgewinnen kann und soll. In den kommenden Jahren wird mit 2000 bis 3000 Tonnen Altbatterien jährlich gerechnet. Um hier mitzumachen, sollte man eher zu den Sportlichen gehören. Aber selbst dann ist sie noch eine echte Herausforderung. Die Steyr Challenge 2022. 30 Viererteams aus mehreren Nationen konnten bei den verschiedenen Disziplinen ihr Können und vor allem ihr Durchhaltevermögen unter Beweis stellen. Sie gilt als härtester Vierer-Team-Event der Welt. Die Steyr Challenge 2022 ist bereits die fünfte, die am Truppenübungsplatz auf den Seetaler Alpen stattgefunden hat. Der Wettbewerb fordert von den Teilnehmern sowohl mental als auch körperlich Höchstleistungen. Die Steyr Challenge ist ein ganz spezieller Bewerb, eine Mischung aus Crosslauf und Schießen. In dieser Form eigentlich weltweit einzigartig. Wir als Steyr Arms als Firma fühlen, dass das für uns eine super Sache ist. Es kommen auch Teams aus der ganzen Welt. Besteht im Prinzip aus einem wirklich harten Crosslauf, bergauf und bergab und durch Wald und durch Bäche. Und aus speziellen Schießpositionen, die für sich einzigartig sind, nämlich 1000 Meter weit schießen, schießen über den Stock, schießen auf die Biathlonscheibe und schießen mit dem Steyr AOG, also STG 77. Eine insgesamt knapp über 8 Kilometer lange Strecke mit ca. 300 Metern Höhendifferenz muss von den Läufern bezwungen werden und das mit zwischenzeitlichem Tragen von 15 bis 25 Kilogramm schweren Rucksäcken. Laufen, Schießen, Klettern und Baumstamm zersägen. Wer da noch Booste hat, ist mehr als fit. How do you prepare for this event? Beide unserer Teams haben teilweise zusammengearbeitet, manche auch alleine und das für einige Monate lang. Wir haben versucht, in Form zu kommen, da es hier höher gelegen ist als bei uns. Also haben wir versucht, unsere Luftkapazität zu trainieren. Es war eine Challenge, die Luft ist immer noch sehr dünn hier oben, aber ich denke, wir sind in guter Form. We're in good shape. Das Event lockte auch zahlreiche Sportbegeisterte und bekannte Gesichter auf die luftigen Höhen der Seetaler Alpen. Wir haben eine gemütliche Truppe, wir werden sicher viel Spaß haben, das ist das Wichtigste. Was am Ende ausschaut, werden wir wissen, aber auch werden wir dann eh sehen, ob wir vorne mitlaufen, werden wir es hier nicht. Keine Frage, hier wird den einzelnen Teams viel abverlangt. Doch trotz aller Strapazen sind die Teilnehmer durchwegs begeistert von der Steyr Challenge. So, how difficult was the competition until now? Bis jetzt war es wahrscheinlich das Härteste, was ich jemals gemacht habe. Aber ich muss sagen, ich fühle mich besser, als ich gedacht hätte. Fest steht, die Steyr Challenge ist nichts für schwache Nerven, aber jeder, der es sich zutraut, kann sein Glück versuchen und nach dem Titel härtester Jäger der Alpen kämpfen. Alles rund ums Thema Unternehmensgründung, Marketing, Business und auch die ein oder andere Innovation gab es diesmal bei der Businessmesse der WKO zu sehen. Um ein Unternehmen zu führen, braucht man allerhand Know-how. Angefangen bei den Mitarbeitern bis hin zu richtigen Marketing, all das und vieles mehr erfährt man auf der Businessmesse der WKO.
Also was kann man auf der Businessmesse eigentlich alles sehen und wie wichtig ist Innovation? Naja, man kann richtig viel mitnehmen, vor allem, dass die alten Rezepte natürlich für die Zukunft nicht mehr funktionieren. Ich habe das jetzt super gefunden, gerade beim Jugendvortrag, wenn du noch schaust, dass Homeoffice möglich ist, dass man sich die Arbeitszeit gut einteilen kannst, wirst halt keine guten Leute mehr kriegen. Und die Businessmesse bietet natürlich auch so ein bisschen eine Brückenbaumöglichkeit zwischen den Älteren, der Jugend und vor allem auch bietet einen neuen Blick auf das, was auf uns alle zukommt, weil natürlich vor Corona und vor diesen ganzen Krisen hat man ein gewisses System gehabt, jetzt ändert sich auf einmal alles und auf das müssen wir eingehen. Was führt euch jetzt auf die Messe her, für was steht ihr? Wir sind das Internationalisierungscenter Steiermark, das ist die steirische Exportagentur. Wir sind in der Steiermark zuständig für alle Unternehmen jeglicher Branche, die ins Ausland exportieren möchten. Tochter von der Wirtschaftskammer, vom Land Steiermark und von der Industrie. Und alle Unternehmen sind herzlich willkommen, bei uns anzudocken und sich von uns beraten zu lassen. Also wir bieten eben Dienstradleasing an. Der Mitarbeiter kann durch eine Gehaltsumwandlung günstiger sein Wunschrad erwerben. Für den Arbeitgeber ist alles völlig kostenlos. Wir tun der Umwelt sehr viel Gutes und natürlich auch den Mitarbeitern. Wir fördern die Gesundheit. Für was steht jetzt eigentlich Acredia? Die Acredia Kreditversicherung ist eine Kreditversicherung und arbeitet im Thema der Gewerbekunden und zwar zum Thema Forderungsabsicherungen. Sprich, geht einer ein Gewerbekunde in Konkurs, dann haften wir da dafür. Wie wichtig ist jetzt eigentlich so eine Businessmesse auch in wirtschaftlicher Hinsicht? Ja, das ist der sogenannte Impulstag heute, der sehr wesentliche Punkte beinhaltet. Wie schaut die Arbeitswelt in Zukunft aus? Wie tickt unsere Jugend, die nächste Generation? Nachdem das Thema Fachkräftemangel an oberster Priorität bei den meisten Unternehmerinnen und Unternehmern ist, ist das heute auch oder heuer auch ein besonderer Schwerpunkt der Wirtschaftskammer Steiermark beim sogenannten Impulstag. Das heißt, wir werden vor vielen Herausforderungen in Zukunft stehen noch wahrscheinlich. Ja, definitiv. Die größte Herausforderung ist die demografische Entwicklung. Das wissen wir, das kennen wir. Das heißt, umso mehr müssen wir uns bemühen, um auch noch qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu finden. Auch das ganze Thema Motivation, wie sind die Bedürfnisse, noch einmal zu sagen, wie tickt auch die nächste Generation, mit welcher Bezeichnung auch immer. Und das ist natürlich sehr, sehr spannend und man braucht Impulse, um sich auch unternehmerisch weiterzuentwickeln. Ich habe jetzt den Herrn Georg Thürauer, die Messeleitung der Businessmesse hier bei mir. Georg, wie hat das jetzt ausgeschaut? Was wird hier alles ausgestellt? Wie groß ist die Fläche eigentlich? Ja, prinzipiell haben wir jetzt die Businessmesse hier im Obergeschoss. Früher waren wir in der Stadthalle im Foyer, sind auf einer Fläche von rund 3000 Quadratmeter, haben ca. 23 Aussteller aus den verschiedensten Branchen, aber heute ist es einfach am wichtigsten, die Personalthematik in der Hinsicht anzusprechen. Und da haben wir super Kooperation mit der WKO. Meine Kollegin, also die Projektleiterin Bettina Weiß, hat das Ganze gemanagt, organisiert und wir sind sehr stolz, dass wir heute da sein können, gemeinsam. Und wie kommt es bei den Leuten an? Sehr gut, vor allem die neue Location hier heroben passt ihnen sehr gut. Wir haben einen super Durchgang geschaffen und wird positiv und sehr, sehr gut angenommen. Es ist ja klein und fein hier, die Herbstmesse steht ja auch schon in den Startlöchern, glaube ich, gell? Korrekt, richtig erkannt, von 29. September bis 3. Oktober. Mit erwarteten rund 60.000 bis 70.000 Besuchern, alle Hallen gefüllt, Vergnügungspark mit dabei, wir freuen uns sehr drauf. Ich wurde in einem geheimen Labor der UB Steiermark im Keller der Wirtschaftskammer aus alten Computerzeilen zusammengeschraubt. Ja, wirklich. Was für Innovationen bringt es nie jetzt da heraus? So ganz voran ist unser virtuelles Büro, das wir heute da vorstellen. Das kennt man vielleicht nicht, man hat noch nie in einem virtuellen Büro gearbeitet, aber das ermöglicht natürlich irgendwo Möglichkeiten, seine Mitarbeiter überregional zu rekrutieren, auch, dass sie Work and Travel machen können, dass sie ihr Leben so gestalten können, wie sie das gern hätten. Und es bietet vor allem auch Unternehmen, die irgendwo auch aufgrund von New Work und anderen Trends sich schwer tun, neue Mitarbeiter in ihrer Region zu finden, auch überregional diese zu finden und auch an das Unternehmen zu binden, weil wir transferieren die gesamte Kultur des Unternehmens in den virtuellen Raum, dass da Rituale drinnen sind, dass wenn man etwas verkauft, dann geht man im virtuellen Büro mit seinem Avatar zum Gong, schlägt den, alle feiern. Also da wird dann wirklich dieser virtuelle Space komplett gelebt und dementsprechend hat man dann auch den Nutzen davon. So, wir haben die verschiedenen Stationen jetzt durch und ich darf mich auch schon wieder von Ihnen verabschieden, hier von der Businessmesse. Auf Wiedersehen.
Schon seit über 20 Jahren gibt es das Werkstattfestival von Theater Oberzeiring und Theaterland Steiermark. Heuer werden wieder 10 Stücke uraufgeführt. Wir waren bei der Programmpräsentation dabei. Seit 2001 findet alle 2 Jahre in Oberzeiring das internationale Theater-Werkstatt-Festival statt. 78 Theaterprojekte aus 4 Kontinenten sind bisher bei den Festivals entstanden. Ja, charakteristisch für Werkstatt ist, dass es alles Uraufführungen sind. Das ist auch das Spannende, wenn man ein Festival leitet und Festival organisiert, wenn man eigentlich als Leiter des Festivals nicht weiß, was auf einen wirklich zukommt. Man kennt Konzepte, man kennt Besprechungen zu den einzelnen Projekten, aber man kennt das Ergebnis nicht. Auch heuer gibt es wieder 10 nationale und internationale Projekte, die in Kooperation mit dem Festival zur Uraufführung gelangen. Um die 40 Projekte, die man direkt, also Bewerbungen praktisch aus der ganzen Welt, kann ich sagen, die kommen für das Werkstattfestival. Und man hat selber auch natürlich einige Dinge im Kopf, Ideen, mit wem möchte man irgendwann irgendwas machen. Und dann muss man halt aus diesem großen Topf, in dem Fall sind es 10 Uraufführungsprojekte rauspicken, die einen besonders interessieren. Dann geht man ins Gespräch mit den Theatern und man versucht Spielstätten zu finden, man versucht die Technik zu klären, man bespricht das Budget und so weiter. Das Programm wird immer vielfältig gestaltet, denn das zeitgenössische Theater soll bestmöglich abgebildet werden. Wie üblich werden auch heuer wieder zahlreiche Örtlichkeiten im ganzen Pölstal bespielt. Und was noch ganz besonders ist, dass die meisten Projekte auch in keinem klassischen Theaterraum stattfinden, sondern in verschiedenen dislozierten Spielstätten. Das kann die Kirche sein, das ist auch das Hochgericht im Birkachwald in diesem Jahr, das ist ein Gasthof. Und das sind ganz, ganz spezielle Dinge, die bei Werkstatt auf einem zukommen. Das Festival findet von 20. bis 25. September statt. Rund 1000 Karten sind aufgelegt. Etwa ebenso viele Besucher werden erwartet. Alle Infos zu den Aufführungen gibt es unter www.theo.at. Vor 10 Jahren kostete der teuerste Verlängerte der Stadt nur 2,90 Euro. Heute sind es hingegen stolze 4,50 Euro. Auch die Preise von Bier und Spritzer sind in Graz extrem gestiegen. Ganze 4,50 Euro für einen Verlängerten oder ein kleines Bier. Die Getränkepreise sind in Graz in den letzten Jahren ganz schön rasant angestiegen. Ja, wir haben die Getränkepreise erhoben, in Summe fast 500 Einzelpreise. Senkungen gibt es keine gegenüber dem Vorjahr. Es sind fast alle Preise angehoben worden und da im Durchschnitt zwischen 10 Cent und 60 Cent. Einzelpreise habe sogar um 1,50 Euro zugelegt. 1,50 Euro mehr als noch im Vorjahr, aber dazu in Kürze mehr. Hervorzuheben ist vielleicht, sind die beiden alkoholischen Getränke, die um 6 oder 7% gestiegen sind, so der Spritzer und das kleine Bier. Was auch mit im Preis gestiegen ist, ist das Leitungswasser. Das teuerste Glas Wasser kostet in Graz mittlerweile 1,30 Euro. Das wäre ein Kubikmeterpreis von unglaublichen 5.200 Euro. Begründet wird dies mit den Personal- bzw. Servicekosten. Ja, in Einzelfällen hat es auch Erhöhungen gegeben um 1,50 Euro und das war im Bereich der alkoholfreien Getränke ein Apfelmischgetränk. Somit kostet eine gespritzte Limonade gleich viel wie ein großes Bier. Die Preiserhöhung selber müssen natürlich die Unternehmen erklären. Wir befinden uns aber jetzt in einer Preissteigerungsphase, wo die Energiepreise gestiegen sind, in weiterer Folge steigen die Lebensmittelpreise derzeit. Und es kommt jetzt auch auf die Gastronomie zu. Aktuell hat die Statistik Austria heute auch erwähnt, dass die Gastronomie als Preistreiber momentan gilt. Trotz immer höherer Preise und immer weniger Geld fließen immer noch 7% des gesamten Haushaltsbudgets der Steirer in die Gastronomie. Und das, fast nostalgische Detail am Rande, von 2008 auf 2009 lag die Inflation bei 0%. Im Interview der Woche gibt's diese Woche einen steirischen Politiker. Es geht um das Thema Teuerungen und persönliche Dinge. Er ist gelernter Maurer, meine Damen und Herren. Er war
Bürgermeister bzw. Vizebürgermeister in der Stadtgemeinde Leibnitz und er ist heute Abgeordneter zum Nationalrat, Josef Beppo Muchitsch. Hallo und herzlich willkommen. Danke für die Zeit in deinem doch stressigen Alltag. Du bist dieses Jahr viel in Wien unterwegs, aber dein Lebensmittelpunkt ist ja die Steiermark, ist ja Leibnitz. Ist es nach wie vor so? Nach wie vor. Ich versuche so viel wie möglich an den Wochenenden zumindest in der Region zu verbringen, obwohl das auch immer weniger wird seit der Funktion des Sozialsprechers. Aber ich bin in Langbelebring geboren, bin in Leibnitz groß geworden, dort zur Schule gegangen, habe dort meine ersten politischen Schritte gemacht und möchte auch dort meine Pension verbringen. Und du sitzt ja auch jetzt noch hin in deiner Freizeit? Ich wohne in Leibnitz, meine Familie lebt in Leibnitz und meine Freizeit, ja, wenn welche überbleibt am Wochenenden. Aber als gelernter Maurer, das sitzt ja mittlerweile durch, das ganze Handwerk bis zum heutigen Lebensmittelpunkt. Du bist ja Bundesvorsitzender vom Gewerbe Bauholz. War das immer schon dein Metier? Ja, ich bin mit 16 in die Gewerkschaftsjugend eingetreten, war Jugendvertrauensrat und somit begleitet mich die Gewerkschaft seit meiner Jugend. Und ein Schritt hat den anderen ergeben, das heißt, ich habe sehr viele Seminare besucht, Ausbildungen über die Gewerkschaft machen können und ja, irgendwann war dann die Entscheidung nach 10 Jahren Bauwirtschaft die Möglichkeit, als Gewerkschaftssekretär in die Bauholz einzutreten in der Steiermark. Diese Chance habe ich genutzt und ja, heute bin ich Bundesvorsitzender der Gewerkschaft Bauholz. Und Stichwort heute, Bau in der heutigen Zeit ist ja eigentlich für Normalverdiener nicht mehr leistbar. Holzpreise steigen, es steigt das ganze Baumaterial. Gibt es da eigentlich einen Grund, warum die Teuerung jetzt so in Kraft getreten ist? Ja, die Inflation insgesamt ist ja schon mit Herbst 2021 gestiegen. Und dazu kommt dann auch aufgepoppt natürlich der Krieg mit der Ukraine und all das, was dann die Folgen sind mit Lieferkette und Schwankungen bei Energiepreisen. Ja, und wie alle Produkte in Österreich sind auch die Produkte für das Häuselbauen gestiegen, obwohl sie nicht immer in dieser Höhe steigen hätten müssen. Aber da hat schon der Markt und die Wirtschaft zugeschlagen und natürlich sind die Preise erhöht worden überdimensional hoch. Und ich gehe aber davon aus, dass sie auch nicht sinken werden. Jeder, der glaubt, erwartet jetzt, es wird einmal billiger werden mit den Baupreisen. Ich glaube das nicht, weil das ist noch nie so passiert. Also man ist keine Trendwende, das heißt, dann bleibt es konstant oder es wird noch teurer? Wenn, dann konstant, das ist eh schon ein Erfolg, aber nicht so lange konstant. Man darf nicht vergessen, es wird auch im nächsten Jahr wieder Preissteigerungen geben. Das heißt, der was bauen will und sich das jetzt noch leisten kann und leisten will, der sollte nicht zögern. Und jetzt gehen wir mal zurück zu dir als Person. Du bist seit 1989 in der Politik. Was war damals eigentlich deine Motivation? Ich wollte was verändern. Ja, ich bin mit 16 zur Gewerkschaftsjugend und 2 Jahre später ist die SPÖ Leibniz an mich herangetreten, ob ich nicht mitarbeiten möchte, weil da gibt es jemanden, der kann Jugendliche motivieren, mitzutun. Und somit war die Sozialdemokratische Partei in Leibniz die erste politische Partei, die mich überhaupt gefragt hat, ob ich politisch aktiv werden will und möchte. Ich habe ja gesagt, ich würde gern mittun und es hat sich dann auch das eine nach dem anderen ergeben. Ja, und einmal Sozialdemokrat, immer Sozialdemokrat. Und die Karriere ist ja wirklich steil nach oben gegangen. Mittlerweile Abgeordneter zum Nationalrat, wie gesagt. Hast du die Entscheidung jemals bereut, Politiker zu werden? Naja, es gibt immer mehr Momente, wo man sich die Frage stellt, warum soll man sich das noch weiter antun? Vor allem in Krisenzeiten unterscheiden nicht die Menschen, wer es Verursacher und wer es nicht Verursacher. Die Politik insgesamt im Wording, in der Ausdrucksweise hat sich leider sehr schlimm nach unten verändert, in der Ausdrucksweise, in gegenseitigen Schuldzuweisungen. Und die Menschen unterscheiden kaum mehr zwischen Politikern, wobei es da auch große Unterschiede gibt nach wie vor. Aber dennoch, was mich nach wie vor motiviert und immer wieder antreibt, ist, ich möchte Menschen helfen und helfen kann man nur dann, wenn man in der Politik versucht mitzugestalten, sonst geht das nicht. Und lieber mittun als wie zuschauen. Und du hast ja auch jetzt eine ganz wichtige Aufgabe übernommen. Du bist ja Sozialsprecher bei der SPÖ. Wie sieht da deine Aufgabe aus? Was ist in deinem Alltag da inkludiert?
ja sicherlich nicht gerade zur angenehmsten Zeit, ne, nach der Pandemie, jetzt auch mit dem Ukraine-Krieg, wo die Umverteilung noch weiter auseinander geht, nämlich immer mehr nach oben, immer weniger nach unten. Sozialsprecher ist natürlich eine ganz große Herausforderung in einer Zeit, wo die Gesellschaft versucht wird, von einigen politischen Gruppierungen gespalten zu werden. Ja, Thema Ausländer, Thema Arbeitslose und so weiter. Also da bedarf es schon viel Kraft und viel Motivation zu versuchen, hier dieses Gleichgewicht zu halten, weil letztendlich leben wir schon in einer Gesellschaft, wo wir versuchen sollten, niemanden zurückzulassen und auch versuchen sollten, nicht zu spalten, sondern eher zusammenzuführen. Man kann also sagen, es gibt jetzt kein aktuelles Thema, sondern es gibt verschiedene Themen, weil einfach verschiedene Baustellen aufgerissen worden sind. Ja, du bist als Sozialsprecher und in meiner Funktion auch als Ausschussvorsitzender des Parlamentarischen Ausschusses für Arbeit und Soziales bist du zuständig in all diesen Fragen, die uns tagtäglich begleitet. Das beginnt von Beschäftigung über Arbeitslosigkeit, über Pensionsfragen, Pensionsversicherungen, Sozialversicherungsträger, Armutsbekämpfung. Also das ist eine Riesenkiste an Themen und Problemen, die es gilt, da täglich zu begleiten und versuchen, Lösungen zu finden. Lösungen, vielleicht ist sie ja schon im Anmarsch, und zwar mit der großen Demo-Preis, Löhne rauf, Preise runter. Wie realistisch ist sowas, dass es wirklich durchgeht? Ja, es geht ja langsam etwas weiter. Die Bundesregierung hat ja eingelenkt und jetzt einmal in Aussicht gestellt die Strompreisbremse. Aber es sind alles Themen, die wir seit März dieses Jahres schon träumen. Ja, seit März sagen wir, Einmalzahlungen sind nett, sie helfen einmal, aber sie drücken die Preise nicht. Und beim zweiten Mal einkaufen habe ich wieder die hohen Preise. Unsere Linie war immer ganz klar, wir müssen Maßnahmen setzen wie andere Länder in der Europäischen Union, nämlich Maßnahmen über die Politik, damit die Preise gedeckelt werden und deswegen Preise runter. Die Regierung hat den anderen Weg gewählt, nämlich mit Einmalzahlungen, teilweise Almosen, mit so vielen verschiedenen Regelungen, wo sich niemand mehr auskennt, wen gebührt was, wann und wo kriege ich etwas, was muss ich beantragen, was nicht, was landet automatisch am Konto, was nicht. Und das ist derartig mühsam, schwierig und kompliziert, genauso wie sie es auch komplett versemmelt haben in der Pandemiebekämpfung dieser Regierung, genau ist es jetzt. Also wenn man da ein bisschen mehr gemeinsam miteinander spricht, zuhört und sagt, warum machen wir nicht einen Deckel auf Spritpreise, warum machen wir nicht einen Deckel auf alle Energiepreise, warum nur bei Strom alleine, warum machen wir nicht etwas im Bereich Wohnen und im Bereich Grundnahrungsmittel. Das, was jetzt passiert, hilft nicht. Die Preise werden weiter steigen und die Leute werden immer wieder anklopfen und sagen, das hilft mir nichts. Es hat sich um ein Vielfaches mehr erhöht, als was die Regierung mit Einmalzahlungen zu unterschiedlichsten Berechnungen den Menschen wieder zurückgibt. Also kann man sagen, kurz zusammengefasst, ein Totalversagen auf allen Ebenen von der Politik. Es ist von der Regierung ein komplettes Versagen, weil ich muss versuchen, die Preise zu senken und nicht versuchen, mit Einmalzahlungen zu entgegnen. Die Teuerung trifft jetzt ja auch vor allem die Klein- und Mittelbetriebe und auch die Klein- und Mittelverdiener. Aber es muss ja einen Profiteur geben von dem Ganzen. Wenn die Preise hochgehen, wer profitiert davon? Es gibt Gewinner. Gewinner sind die Energiekonzerne, ganz klar, weil die Regierung nicht bereit ist, hier einmal zu trennen. Dieses berühmte Wort Merit Order, das heißt, der Gaspreis bestimmt den gesamten Energiepreis in Österreich. Auch die Energie, die aus Wasserkraft gewonnen wird, die Energie, die aus der Sonne gewonnen wird. Also die Sonne scheint gleich wie vorher, das Wasser fließt weiter. Warum werden dort die Preise auf Energie erhöht? Bei Gas haben wir ein Problem, ja, warum trennt man nicht? Ja? Warum macht man das nicht wie andere Länder, die es schon versucht haben? Aber der Bundeskanzler fliegt ja lieber nach Moskau zum Putin auf ein Gespräch, anstatt in Brüssel vielleicht eine Sonderregelung zu erreichen bei dieser Preisgestaltung, wie es Spanien und Portugal bereits erreicht hat. Das hat es bedeutet noch wirklich sehr viel Arbeit auf dich. Auf dich und deine Partei. Es ist viel Arbeit, aber das Problem ist, regieren tun andere und sie regieren. Wir können nur aufzeigen und Druck machen und alle Aktionen, die jetzt auch gemacht werden von den Oppositionsparteien, von der SPÖ, aber auch von den Gewerkschaften, die sagen, auf die Straße, das ist zu wenig, wir brauchen mehr, wir brauchen Maßnahmen, Preise runter. Das hilft vielleicht, dass die Regierung wie immer viel zu spät, aber vielleicht doch etwas einlenkt.
Schauen wir was zu, was hoffentlich erfreulicherem, und zwar zu dir als Person, beziehungsweise wie schaut jetzt so ein typischer Alltag von Beppo Muchic aus? Ja, es beginnt sehr früh. Ich versuche in den Morgenstunden noch Dinge vorzubereiten, die ich am Tag brauche. Dann kannst du nicht eintakten, was wann genau passiert, weil viele Themen sind tagesaktuell, die sich ergeben, und du musst Termine absagen, andere Termine reinquetschen. Und letztendlich in der Nacht versuche ich alle meine Mails, die ich nach wie vor selber durchschaue, durchlese und weiterleite zur Bearbeitung oder selber beantworte, das versuche ich halt so dann in der Nacht um die Mitternacht herum noch zu erledigen. Nebenbei natürlich die vielen Telefonate. Also auch das ist immer wieder eine Herausforderung. Ich habe in meinem ganzen Leben versucht, noch jede Telefonnummer selbst zurückzurufen, zu irgendeinem Zeitpunkt, wo es geht. Aber es zehrt, es ist anstrengend, aber ja, es geht nach wie vor. Also wenn das Telefon mal so um Mitternacht weiter, das kann sein, dass es der Beppo Muchic vielleicht ist. Du bist ja, wie gesagt, ein gebürtiger Leibnizer, wie wir eingangs erwähnt haben. Du bist ja eigentlich unweit der Weingegend daheim. Bleibt noch Zeit so für ein Glas Wein am Buschenschank am Wochenende? Ja, es ist eigentlich ein bisschen deprimierend. Wir haben, glaube ich, 356 Weingüter und Buschenschenken im Bezirk Leibniz. Ich kenne vielleicht 40. Ja. Also ich komme nicht dazu. Weil du immer zum Gleichen gehst. Abgesehen davon hat man dann ein bisschen einen Liebling. Aber ja, ich liebe den südsteirischen Weißwein. Ich liebe den burgenländischen Rotwein. So zwischendrin den niederösterreichischen Riesling und Veltliner. Ja, also Wein ist schon was Schönes, wenn man die Zeit hat, ihn auch zu genießen. Zeit ist das nächste Stichwort, das hast du jetzt nicht mehr. Du warst weiter nach Wien. Was steht noch im Programm heute? Heute habe ich eine sehr schöne Aufgabe noch, eine Geburtstagsgratulation, die mir sehr wichtig ist, dass ich dort dabei bin. Und ja, das gehört auch dazu, zu Netzwerken, und ist auch wichtig, das weiterhin zu genießen. Dann macht es. Ich sage danke für die Zeit, alles Gute, danke. Sowohl privat als auch beruflich. Danke für die Möglichkeit und wünsche euch auch bei Kanal 3 alles Gute für die Zukunft. Dankeschön. Danke. Hier bildet sich mehr als nur Wissen. BFI. Bildung, Freude inklusive. Spontan. 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 Spontan natürlich. Was ist eigentlich die wichtigste Eigenschaft von einem Unternehmer? Von einem Unternehmer? Naja, dass er jedenfalls, kommt darauf an, welchem Bereich er tätig ist, aber dass er natürlich seine Produkte dementsprechend vermarktet, gehen wir davon aus. Und natürlich, wie als Arbeiterkammer sind natürlich dahinter, dass die Arbeitnehmer natürlich auch gut behandelt werden, gute Arbeitsbedingungen für sie geschaffen werden. Auf alle Fälle braucht man mal Motivation, man muss sich Gedanken darüber machen und auf alle Fälle ein junges und motiviertes Team eventuell auch und Unterstützung auch. Das ist das Wichtigste, glaube ich, was man als Unternehmer braucht. Wie wichtig ist Innovation eigentlich? Ein wesentlicher Punkt, glaube ich, wird sich in den nächsten Monaten und Jahren auch enorm entwickeln. Aber ich glaube, dass die Steiermark da ein großes Potenzial dafür hat. Was braucht man, damit man es weit bringt? Durchhaltevermögen. Also ich glaube, das ist es wirklich, was es braucht, und natürlich eben auch, ich glaube, den Blick in die Zukunft und ja, Ehrgeiz, Mut zählt sicher auch dazu, ja, und der Wille einfach, etwas Bestimmtes machen zu wollen, Leidenschaft. Im Grunde genommen muss man mal so sehen, dass man ein Meister seines Faches ist, und zweitens, das ist im Grunde genommen die Selbstverwirklichung, dass man wirklich tun und lassen kann, was man wirklich will und dass man anbieten kann, dass man, wo man der Profi ist. Das ist, glaube ich, das Wichtigste. Und die Freude an seinem Beruf oder die Freude an seinem Gewerbe. Als Unternehmer braucht man vor allem Einsatzwillen, Leidenschaft für die Branche und einfach mehr leisten, damit man erfolgreich sein kann. Man muss immer bemüht sein, besser zu sein als die anderen, damit man wettbewerbsfähig ist.
Wie wichtig ist Durchsetzungsvermögen? Durchsetzungsvermögen ist natürlich auch ganz wichtig, weil man einfach schauen muss, wie kommt man mit seinem eigenen Betrieb zurecht und wie ist man damit erfolgreich. Tolle Mitarbeiter und ein tolles Produkt ist immer das Wichtigste. Wenn die Preise dazu noch passen, ist perfekt. Dann haben wir gewonnen. Ich schließe mich da komplett an. Es ist einfach wirklich, die Mitarbeiter sind alles. Wenn da das Team passt und auch generell die Motivation, hat man schon die halbe Miete. Als Unternehmer, man braucht Mut, man braucht Engagement, man braucht eine gescheite Idee und man braucht Durchhaltevermögen. Wertschätzend zu sein, das ist sicher das Wichtigste. Das, was man früher gemacht hat, funktioniert einfach heute in der digitalen Welt nicht mehr. So, was glaubst du jetzt, was braucht man für Eigenschaften, was muss man mitbringen, damit man als Unternehmer erfolgreich ist? Innovativ sollte man bleiben, also nie stehen bleiben, immer weiterdenken. Stillstand ist Rückschritt, hat mein Fußballtrainer zu mir gesagt und ich glaube, das passt aber da ganz gut. Spontan! 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 Spontan natürlich! Rijana Trešnić, sie hat gesagt, so passt es, sie wird mich vielleicht dann gleich korrigieren, aber sie ist mein Gast heute im Stadtgespräch. Ein Willkommen an Sie, ein Willkommen an Rijana gleich. Um was geht's? Ich freue mich mal, dass Sie dabei sind. Graz spricht, unter Anführungszeichen, Europa, sage ich jetzt mal. Und genau über dieses Thema, wie überhaupt über das Thema Sprachen und Sprachensprechen und Sprachkompetenz, was auch immer wir unter Sprachkompetenz verstehen, was darunter zu verstehen ist, darüber wollen wir heute im Stadtgespräch hier im Merkur Headquarter im besten Sinne des Wortes sprechen und tratschen. Und zwar mit der Rijana. Sie werkt als Projektleiterin im österreichischen Sprachkompetenzzentrum, genau, sage ich jetzt mal, das es hier auch in Graz gibt. Und da passiert viel, man sieht das ja schon leicht angedeutet am Tisch. Aber zuerst Rijana selbst. Hallo und willkommen, wir sind bei Du, haben wir uns geeinigt. Gell? Hallo, ja. Sprache sprechen, aber auch Sprache lernen ist ja auch ein ursächliches Thema bei der Rijana gewesen. Erzähl mal ein bisschen, wie du so in dieses Thema hineingerutscht bist. Ja, also im Grunde ist es bei mir so, dass ich ja quasi 1992 nach Österreich gekommen bin. Von woher bist du gekommen? Ich bin aus Bosnien, also damals während des Bosnienkriegs bin ich mit meiner Familie nach Österreich gekommen. Und ja, das hat dann damals eigentlich schon angefangen mit dem Spracherwerb sozusagen. Zum einen haben wir zu Hause das Bosnische gesprochen, also ich als Kind. Und dann eben ab dem Kindergarten und dann in der Schule habe ich die deutsche Sprache gelernt. Du hast nämlich, die Betonung liegt, du hast Deutsch gelernt, erst als du hier warst und bist ohne Deutsch hierher gekommen. Genau, ich bin ohne Deutsch hierher gekommen. Ich bin mit 11 Monaten bin ich nach Österreich gekommen. Also da warst du noch ein Baby. Genau. Ein kleines Babylein. So okay, da war noch nicht so das Thema. Ja. Aber du hattest dann, wenn man das jetzt so sagen kann, doch den Vorteil, als heranwachsendes junges Mädchen zweisprachig aufzubauen, was natürlich ein Segen ist. Genau. Ne? Und diese Zweisprachigkeit war bei mir eben nicht so, wie man es oft kennt, dass zum Beispiel ein Elternteil die eine Sprache spricht und der andere Elternteil die andere. Bei mir war eher die Trennung so, zu Hause wurde Bosnisch gesprochen und eben im Kindergarten und in der Schule dann Deutsch. Und wie schwer, wie leicht war das? Habt ihr zu Hause nur Bosnisch gesprochen oder habt man die Eltern wahrscheinlich auch nicht Deutsch gekonnt? Anfangs schon, also meine Mutter hat auch Deutsch gelernt in Bosnien, also die konnte schon Deutsch. Das war ein Vorteil, aber genau, die konnte mir dann auch in der Schule mit Deutsch helfen und so weiter. Aber grundsätzlich hat schon das Bosnische dominiert und mit meinem Bruder, der ist 4 Jahre älter, habe ich dann aber schon immer wieder auch die Sprache gemischt. Also wir haben dann natürlich auch Deutsch geredet miteinander. Ja, klar. Ja. Aber so rückblickend jetzt, also wenn man sich so vorstellt, oft kommen Kinder aus anderen Kultur- und Sprachenkreisen plötzlich, wir erleben es ja jetzt, plötzlich zu uns und können kein Wort Deutsch. Also da plötzlich in einen neuen Kulturkreis gestellt zu werden, den man nicht versteht, im wahrsten Sinn des Wortes, ist doch eine schwierige Sache, oder? Also wenn du schon 11 Jahre, nicht 11 Monate gewesen wärst, hätte die Geschichte wahrscheinlich anders ausgesehen. Ja, vermutlich ja. Also ich denke, dass es einfach auch
sehr oft so ist, dass man sich als Mensch, der jetzt in ein anderes Land kommt, vielleicht nicht immer so wertgeschätzt fühlt, vielleicht auch, oder nicht vielleicht, sondern ganz bestimmt Ängste mit sich bringt, wo man dann einfach auch vielleicht sich auch schwer tut, dann die neue Sprache anzunehmen, die neue Sprache zu lernen. Und ja, umso wichtiger ist es, dass man dann eben diese Mehrsprachigkeit fördert und auch immer wieder darauf aufmerksam macht, wie wichtig das eigentlich ist, dass man auch andere Sprachen wertschätzt, dass es eine Bereicherung ist, andere Sprachen zu können und wir uns nicht mit der Sprache ausgrenzen, sondern so eher... Ist es. Gerade auf einem Kontinent wie Europa. Ja. Und das muss nur gesagt haben, und ich bin überzeugt davon, das hast du auch so gemeint, es gilt ja nicht nur die One Way, sondern es gilt ja das auch zurück. Nicht? Genau, ja. Also das heißt, wir müssen und sollen nicht erwarten, dass die Liberianer, wenn sie aus Bosnien kommt, gefälligst schnell Deutsch lernt und alles sonst auch, sondern es stünde uns gut an, und das glaube ich ist gerade bei uns sehr in der schön. Steiermark heute oder in Österreich überhaupt nicht so eine Selbstverständlichkeit, dass wir auch andere Sprachen lernen, zumindest die ein oder andere, die unsere Nachbarn beispielsweise in Slowenien. Ja. Also wenn man schaut, wie gut die auf Deutsch können und wir dann Botschaft daneben stehen und auf deren Kompetenz so verlassen. In Graz werden viele Sprachen gesprochen. Eben, also es Graz ist, nicht ist so, ein Melting Pot. Ja, Graz ist auch eine Sprachenstadt. Also es ist auch, wir sind ja quasi in Europa als Sprachenstadt bekannt. Ja. Und deswegen umso wichtiger, dass das nicht mehr die Ausnahme ist, sondern eigentlich die Regel. Für dich, Riana, war das aber dann schon ein Auftrag auch, schon aus dem persönlichen Erleben, dich für das Thema Sprache und Sprachen zu sensibilisieren. Gerade hier in Graz, du bist beim österreichischen Sprachenkompetenzzentrum gelandet, erzähl selbst. Was war dein Impuls und was leistet dieses Zentrum, was ist da der Auftrag? Ja, also ich bin jetzt etwa 6 Jahre schon am österreichischen Sprachenkompetenzzentrum und bin damals eben vom Europäischen Fremdsprachenzentrum des Europarats, das hat ja auch seinen Sitz in Graz am Nikolaiplatz. Was man da alles erfährt. Ja, ja, also von dort bin ich dann ans ÖSZ gekommen und ja, bin jetzt mittlerweile Projektleiterin unter anderem für den Europäischen Tag der Sprachen, der jährlich am 26. September gefeiert wird. Ja, also das österreichische Sprachenkompetenzzentrum ist ja eigentlich ein vom Bildungsministerium beauftragtes Fachinstitut. Das heißt, all unsere Produkte, also Praxismaterialien, die wir so quasi produzieren und... Ich zeige noch ein bisschen so her, aber da liegt eine Vielzahl an Broschüren. Ja. Puma steht hier, also nur so als Beispiel. Ein bisschen so. Genau. So. Ja. Tolle Sache. Erzähl ein bisschen nur weiter, was da alles nachzulesen gilt und wo die Impulse liegen. Genau. Also wir unterstützen ja eigentlich Pädagoginnen, Lehrerinnen, Bildungsinstitute, Bildungseinrichtungen, also bei der Weiterentwicklung und kann man sagen, also bei der Weiterentwicklung der sprachlichen Bildung. Ja. Und das sind eben, also wir sind für den Bereich quasi vom Kindergarten bis zur Matura zuständig. Wir bieten unterschiedliche Unterrichtsmaterialien an, also Praxismaterialien. Und hier habe ich einfach ein paar Beispiele mitgebracht. Also wir haben jetzt zum Beispiel hier den Puma. Darf ich das so? Ja, freilich, zeig nur her. Also wir haben zum Beispiel den Puma, hier geht es eben um die Sprachförderung, eigentlich in erster Linie um die Deutschförderung, aber eben auch im Generellen um die Sprachförderung, wo Kinder quasi auf eine spielerische Art und Weise sozusagen die deutsche Sprache lernen oder lernen. Aber auch, also wir haben zum Beispiel auch den Puma in unterschiedliche Sprachen übersetzt, von Türkisch BKS bis hin zu mittlerweile Ukrainisch. Und also es ist nicht nur ein Deutschfördermaterial, es ist auch ein quasi also ein auch Material. Umgekehrt, auf dem anderen Weg. Genau. Und was ist da nur, kurze Zwischenfrage, wie ist so der Response, sagt man auf Neudeutsch? Also wie kommen diese Dinge an? Wie ist die Motivation, Sprache zu erlernen, ganz allgemein in dieser Stadt? Was stellst du fest, jetzt wo wir dieses Zentrum hier haben, auch europäisch, wie wir mal sagen, punziert sind, was ist so dein Befund? Ja, also ich nehme schon wahr, dass unsere Materialien gut ankommen, dass wir wirklich laufend immer sehr viele Bestellungen haben und wir sind ja nicht nur für Graz zuständig, sondern eben für ganz Österreich und wir bekommen aus allen Bundesländern Bestellungen. Natürlich unsere
Zielgruppe sind natürlich Lehrerinnen, Pädagoginnen. Das ist so der Fokus. Wir versuchen aber auch jetzt zum Beispiel, ist ja im, also anlässlich des Europäischen Tags der Sprachen, gibt es ganz viele unterschiedliche Aktionen und Initiativen. Und da werden wir auch mit einem Webinar dabei sein. Also es gibt eine Webinarreihe zu quasi 45 Minuten Sprachenvielfalt. Super. Wir machen Graz zur Sprachenstadt und da möchten wir aber auch ein bisschen, weil der Puma ist auch für Eltern, also für Familien interessant, eben für Familien mit mehrsprachigen Kindern auch, da möchten wir auch, also wir möchten es schaffen. Das Licht geht an und das Licht geht aus, herrlich. Stimmt, also wir möchten einfach auch andere Zielgruppen dann damit erreichen. Aber jetzt kommen wir, also ich finde das eine wunderbare Sache und ich habe es selber dazugelernt, ich wusste nicht, dass es euch gibt, das ist meine Schande, sehr aber spannend, ich habe mich jetzt damit beschäftigt. Dieser Europäische Tag der Sprachen, das wusste ich, dass es das gibt. Erzähl selbst, findet in Graz statt, jetzt in Kürze, 26. Genau. September hast du gesagt. Genau. Was ist die Idee? Also man kann sich vorstellen, was die Idee ist, was findet statt, was leistet Graz? Also der Europäische Tag der Sprachen ist eine Initiative der Europäischen Kommission und von uns, also vom ÖSZ, wird das österreichweit koordiniert. Das heißt, wir sind sozusagen das Vernetzungsorgan. Wir unterstützen Schulen, Bildungseinrichtungen, Erwachsenenbildungseinrichtungen, indem wir ihnen zum Beispiel Materialien zur Verfügung stellen für ihre Sprachenfeste, je nachdem, was sie organisieren. Auf internationaler Ebene macht das eben das Europäische Fremdsprachenzentrum. Mhm. Sie betreuen das. Und ja, also das Ziel dieses Tages ist eben die Förderung der Mehrsprachigkeit. Also man kann sagen, es ist ein Fest der Sprachen. Es ist ein Sprachen. Fest und wir feiern, also jetzt... Das steigt wo? Also das Fest wird in ganz Europa gefeiert. Das ist klar, also aber jetzt in Graz. Wir in Graz feiern es am 22. September in der Grazer Innenstadt. Jawohl. Zum einen am Grazer Schlossbergplatz. Schön. Zum anderen im Grazmuseum. Die sind auch Partner des Sprachennetzwerks Graz. Ja. Also wir haben ja auch ein Sprachennetzwerk Graz. Also herrlich. Das ist, wir haben das sollte als Motivation, aber eben nur deshalb gefallen. Da kann man dann auch wirklich haptisch hingehen mit Menschen wie die ein bisschen sprechen, sich austauschen über das Thema Sprachen und sich vor allem motivieren lassen. So ist es, Und Hemmschwellen überwinden, Sprachen ja nur, was nicht, sondern die Freude daran finden, zu kommunizieren. Genau, das ist doch was Schönes. Also es gibt verschiedene Workshops, man kann dort auch Sprachschnupperkurse machen. Super. Es gibt Sprachenstadtspaziergänge, wo man quasi die Stadt in einer anderen Sprache erkundet. Cool. Wir werden auch eine sehr interessante Lesung haben von der Schriftstellerin Julia Rabinowitsch. Das wird sozusagen das Highlight sein, also eine Lesung. Sie hat die zwei Bücher hat sie geschrieben, Dazwischen ich und Dazwischen wir. Auch ein bisschen so ihre Geschichte, wie sie eben, sie ist ja in St. Petersburg geboren, wie sie damals mit ihrer Familie nach Wien gekommen ist. Sie ist ja auch quasi... mehrsprachig. Auch sie kennt das Thema, freilich. Ja. Ja, und wir haben eben heuer das Thema zum einen oder das Motto, wir machen Graz zur Sprachenstadt, obwohl ja meine Meinung ist, dass wir schon eine Sprachenstadt sind. Ja, nur wir wissen wir es wert. Noch nicht, aber wir sind es uns muss, nicht wir, eben, bewusst. Das muss nur in die Grazerinnen und Grazer reinsickern ein bisschen. Deswegen freue ich mich, dass ich heute da bin ja, und das sicher, ein bisschen nach außen transportieren kann. Ja, sicher, das muss transportiert werden. Ja, ja und eben, also sie wird dort sein, es wird ein englischsprachiges Theaterstück von den Penniless Players geben. Also eben unterschiedliche Workshops. Wir sind auch mit Workshops dabei, mit einem Puma-Workshop, zu dem, was wir vorhin besprochen haben, auch zu einem Thema zu Deutsch vernetzt. Also da geht es eben auch um die Förderung der Bildungssprache und Alltagssprache Deutsch. Mhm. Also es wird wirklich ein buntes Programm geben. Also ich glaube, Fest, das sollte man sich nicht entgehen lassen. Nein, das ist ein Fest der Sprachen und der Sprachenvielfalt auf diesem Kontinent. Und ich glaube, Sprache erforschen und über das Bekannte, ja, Englisch, ja, vielleicht noch Französisch und ein bisschen Italienisch und dann sind wir fertig, sondern die Sprachen, an die man nicht denkt, einfach im Sinne der Verbindung und der Übersetzung im wahrsten Sinn des Wortes und das Erschließen von Kulturkreisen ist doch eine hochspannende Sache. Und da soll dieser Tag der Sprachen in Graz gefeiert natürlich auch ein Impuls sein. Rihanna, zu dir noch selbst, jetzt kannst du schon auf ein bisschen leben, muss ich sagen, bist noch so jung an Jahren, aber ein bisschen leben, zurückschauen, das Thema Sprachen und Sprachenvielfalt und Sprachen erlernen ist dein Thema. Wohin soll es dich führen persönlich?
Inwieweit siehst du dich jetzt schon als eine Übersetzerin im besten Sinne? Und was sind so deine, wo soll dich dein Weg hinführen aus heutiger Perspektive? Ja, das ist eine spannende Frage. Ich muss sagen, also durch den Weg jetzt am ÖSZ bin ich ja auf vieles draufgekommen, was ich so spannend finde. Und das ist eben hauptsächlich dieses Thema Sprachen und eben Mehrsprachigkeit. Bei mir ist es eben der Hintergrund mit BKS. Also ich würde sehr gerne entweder etwas im Bereich muttersprachlicher Unterricht machen, auch eben mit BKS, oder ja, übersetzen kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Mhm. Also ich mache das zum Teil auch jetzt am ÖSZ eben mit unserem, wir haben ja auch ein Trio-Heft, ein dreisprachiges, da ist unter anderem auch BKS dabei. Mhm. Jetzt und, aber klären wir noch, BKS ist was? Bosnisch, Kroatisch und Serbisch. Genau, nur dass man das ja, für die Unwissenden wie mich, danke, nicht unsere Seherinnen und Seher. Ja. Ja. Von dem her, ja, das ist auch ein sehr interessantes Gebiet. Und ja, und was mich zusätzlich, also abgesehen von den Sprachen auch interessiert, ist einfach der Bereich Öffentlichkeitsarbeit. Und ich schreibe sehr gerne, also ich schreibe selber sehr gerne Texte, sehr gerne Texten, auch Werbetexte und das macht mir sehr viel Spaß. Das ist schön. Man hört einfach das Thema über Sprachen, zu Menschen zu werden, sage ich jetzt einmal ein bisschen pathetisch, aber vor allem die Neugierde in einem jungen Menschen zu zündeln und zu wecken, du bist das beste Beispiel dafür, Riana. Ich danke dir sehr, dass du mein Gast warst. Das war hochspannend, auch dich so als Mensch zu spüren und was dieses Thema mit einem Menschen tun kann. Zunächst einmal viel Erfolg für den Tag der europäischen Sprachen, der jetzt in Kürze steigt, für dein Tun überhaupt und für deinen weiteren Lebensweg, und bleibe eine Übersetzerin im besten Sinne des Wortes für unsere Gesellschaft. Dankeschön. Dankeschön. Ihnen, meine Damen und Herren, ja, schauen Sie hin, in Graz lassen Sie sich ein auf europäische Sprachenvielfalt, denn Graz spricht Europa, glauben Sie es mir. Alles Gute, wir sehen uns. Was kommt jetzt? Genau, unsere Kurznews. Am Tag des Sports in Leoben war es einfach und unkompliziert möglich, sich über die bunte Vielfalt des Sportangebots in Leoben ein Bild zu machen. Groß und klein konnten sich an den jeweiligen Ständen informieren und den Sport gleich ausprobieren. Beim 28. Familienspielefest in Kammern gab es jede Menge zu erleben, und das für Jung und Alt. Stiefelwerfen, Besenweitwerfen, Nageln, Fischen, Ringwerfen oder Krugschieben. Der Ehrgeiz war auch beim Spangelschießen richtig groß. Schließlich ging es doch um schöne Pokale. Außerdem wurden noch wunderschöne Warenpreise verlost, sodass so gut wie jeder mit einem Gewinn nach Hause gehen konnte. Schade, dass unsere Zeit schon wieder um ist. Für mich ist es Zeit, mich von Ihnen zu verabschieden. Ich hoffe, Sie hatten Spaß und schalten auch das nächste Mal wieder ein. Wenn Sie eine Sendung verpasst haben sollten, finden Sie uns ganz einfach auf YouTube, Instagram oder Facebook wieder.